Freunde, was geht ab? Ich hoffe, euch geht's gut. Also heute ist ein YouTube-Video. Und heute ist es mal ein Thema. Bevor wir das ganze Video starten, würde ich mal sagen, zwei Sachen, was mir extrem, es nervt mich, sagen wir mal so. Wir sagen es mal mit einem normalen Ton. Wir können auch anständig sein. Was mich extrem schade finde, die Wärme, also ich muss ganz ehrlich sagen, es kann ja warm sein. Und das Problem ist, die letzte Zeit war es ja echt so heiß, aber so wie heute, wie es heute war, noch ein bisschen weiter runter. Heute war es, glaube ich, 28 oder so. Oder ich sage ja so, wenn es 25 oder 24 oder so, bei 23 bis 25 so, sage ich noch okay, 26. Aber Freunde, so wie heute war schon wieder so 28, klar war das jetzt besser als letztes Mal. Und genau, es war besser. Und die 34 oder 39 oder 40 Grad, was wir hatten da, das war ja nicht mehr normal, das war ja richtig krank schon. Alter. Die Hitze kommt übrigens von Sahara, wenn man dann immer auf Bergen hochschaut, sieht man immer so die so sandig, würde ich jetzt mal ausdrücken. Und ja, jetzt soll es regnen morgen oder die Tage oder ein bisschen runterfahren das Wetter und das hoffe ich. Genau. Was ich als zweites hier ansprechen möchte, ihr wisst ja, jetzt ist vorbei, jetzt kriege ich kein Geld mehr von meinem Vater. Habe ich glaube auch schon mal gesagt, ich bin jetzt selbstständig. Bin froh, dass mich jemand da unterstützt. Also wenn ich arbeiten gehe und dann bin ich dabei unterstützt. Habe ich alle schon mal in den letzten Videos erzählt. Ich weiß gar nicht mehr welches, aber ich habe schon mal erzählt. Und jetzt bin ich auf eigene Beine, Freunde, und ich merke, es ist ganz anderes, anstatt immer jemanden nach Geld zu fragen. Und deswegen bin ich froh, so erwachsen zu sein, in Anführungszeichen, und einfach mal selbstständig zu sein. Ihr wisst ja, ich habe ja einen Termin am Dienstag, am Mittwoch. Und dann geht es da, denke ich, um Job noch und dann hoffe ich, dass ich da jetzt so langsam wie möglich mal in die Pötte komme, einen Job bekomme. Es läuft hier alles, die Miete, alles wird unterstützt. Ich bin extrem dankbar für alles, aber dafür muss ich auch was leisten. Ich kriege ja das nicht alles hin. Ihr wisst, was ich meine. Und deswegen bin ich froh, dass ich das jetzt machen, dass ich hoffentlich bald einen Job bekomme. Und der Rest läuft dann von alleine. Und ja, die Frage ist halt, wo? Und das werden wir dann, denke ich, besprechen. Ich will einfach... Jetzt haben wir Juli, ich hoffe, dass ich diesen Monat noch anfangen kann, irgendwo, egal wo. Einfach mal, ich komme morgens aufstehen, morgens, ihr wisst, morgens hasse ich aufzustehen, aber egal, danach, am Abend komme ich heim, ich bin müde, ich will einfach das System, würde ich jetzt mal ausdrücken, ich will abends nach Hause kommen, oder mittags halt, wenn ich Feierabend habe, und einfach denken, okay, ich habe jetzt ein bisschen Muskelkater oder mein Bein macht weh, weil ich einfach überanstrengend bin von der Arbeit. Und dann schaue ich Fernsehen, esse was und dann gehe ich ins Bett. Und das will ich jetzt einfach machen. Das hat damit nichts zu tun, weil ich jetzt angeben will. Das hat damit zu tun, weil ich einfach erwachsen werden will. Ich will nicht nur die ganze Zeit nur daheim hocken. Und deswegen hoffe ich, drückt mir jetzt mal wirklich die Daumen da. Und ich werde das auch ansprechen, weil ich will jetzt arbeiten. Also am Dienstag, am Mittwoch habe ich eben Termin um 10 Uhr hier in der Nähe. Und ich werde das einfach machen. Ich hoffe, dass ich drückt mir auf jeden Fall die Daumen, dass ich so schnell wie möglich jetzt einen Job bekomme. Gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Abonniert mich, folgt mir auf Instagram, Twitter, Snapchat, YouTube. Alles gibt Daumen nach oben. Instagram, alles gibt Gas. Und was ich noch sagen wollte, ist, eben das ist das Thema heute, dass ich einfach jetzt das sagen wollte. Also das Thema ist Thema Moneyball, da werden wir gleich einreden. Und eben das ist die zweite Sache, eben einmal, dass ich da arbeiten gehen möchte und die Hitze. Und weil ich arbeiten gehen würde, da ist mir jetzt gerade noch was eingefallen. Ihr wisst ja, ich kriege immer Ende Monat Geld. Also ich werde unterstützt halt. Und das Problem ist, Freunde, ich krieg immer Ende Monat. Am 27. kriege ich Geld oder am 27. einfach Ende Monat, kurz am Ende. Digga, wir haben den 1. und ich habe immer noch nichts bekommen. Und deswegen habe ich jetzt so gedacht, Digga, morgen ist Dienstag. Ich hoffe, dass morgen das Geld drauf ist. Und wenn nicht, werde ich am Mittwoch im Termin das noch alles sagen. Ich bin ganz ehrlich, mich kocht es extrem hier drinnen alle, aber ich versuche so ruhig wie möglich zu bleiben. Deswegen, ich gucke immer auf mich und dann auf die anderen. Was ich als erstes machen will, ich will mich jetzt einen Job bemühen, dass ich meinen Job bekomme. Das zweite ist, dass ich einfach, mein erster Punkt ist einfach, ich will meinen Job, dass ich jetzt meinen Job einfach mein Leben
Also ich habe ja alles im Griff. Ich kann ja aufräumen, ich kann putzen, ich kann ja alles. Ich will einfach nur noch arbeiten gehen, der Rest ist ja alles. Genau. Und das Zweite ist jetzt halt eben, ich hoffe, Digga, Freunde, letzten Donnerstag oder Freitag hätte ich das Geld kriegen müssen. Also immer in dem Monat, also ich kenne, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber die Leute haben auch Geld bekommen. Und Digga, ich habe einfach kein Geld bekommen, Alter. Ich habe gedacht, Alter, ich falle vom Stuhl, Alter. Nee, aber Freunde, wir werden nicht immer drauf aggressiv werden. Man kann auch ruhig bleiben, man muss sich nicht immer aufregen. Mich kocht es innen drin, das ist klar, das bin ich ehrlich. Aber früher wäre ich schon extrem aggressiv und wäre ausgerastet. Aber heute denke ich mir, Alter, ich bin jetzt 21, ich werde in einem Monat und 28 Tagen in 22, da komme ich auf die 30 zu. Da werde ich mich nicht mehr aggressiv verhalten. Und deswegen hoffe ich, dass morgen das Geld drauf ist. Und wenn das Geld morgen nicht drauf ist, dann hoffe ich, dass es. Dann werde ich es am Mittwoch klären, weil es ist schon extrem kochend hier drin und das nervt mich extrem. Das könnt ihr hoffentlich nachvollziehen. So, das Thema ist heute eben Thema Moneyboy. Ihr wisst ja, ich habe mit dem so viel, das heißt so viel, er hat mich früher erwähnt, gegrüßt, dies, das. Da war Medikamentenfreund Manfred noch da, alle waren noch da. Da war alles noch gut. Und heute, ich mag Moneyboy, das ist ein sympathischer Mensch, aber ich habe so das Gefühl, er ist nicht mehr so wie früher, so aktiv halt. Von den Videos auf YouTube her oder bei Instagram sehe ich ab und zu mal, was er macht und so. Aber ich weiß nicht so, ist das meine Meinung? Ich mag ihn als Person, aber es ist halt nicht mehr so, wie es war. Das sehe ich so. Ich weiß nicht, wie ihr so das so seht, aber ich sehe das. Und deswegen, Freunde, hoffe ich, ich habe jetzt ein Video gemacht mit dem Smoothie. Das werde ich hochladen und ich habe ihn so oft markiert. Ich bin nicht sauer auf euch, ich bin einfach allgemein sauer, weil er sich nicht an mir meldet. Und deswegen hoffe ich, ja, ihr habt mir ja immer die Kraft gegeben und ihr habt euch bedankt, ihr habt ihn markiert, ihr habt alles gemacht. Aber er schreibt nichts zurück oder macht gar nichts, er antwortet nicht, er sieht nichts. Ich will einfach mit ihm was machen, Eis essen gehen, irgendwas, Digga. Ist egal, mir reicht es schon, Alter, wenn ich mit ihm was Kleines mache. Es muss ja nicht was Großes sein. Und deswegen, Freunde, hoffe ich, dass das jetzt mal klappt. Und wenn nicht, dann tut es mir echt leid, da kann ich nichts machen. Ich habe ihn auch mehrmals angeschrieben und alles bringt alles nichts. Der wird nicht zurückschreiben. Der liest es ja nicht mehr, das zeigt er nicht mehr gelesen an. Bei Twitter, egal wo, auch bei Instagram. Egal, Freunde. Wie gesagt, ich will mich um den Job konzentrieren. Ich hoffe, dass morgen das Geld drauf ist, sonst bin ich sauer. Und ich hoffe, dass er Moneyboy. Das sind so drei Dinge, Digga. Es muss jetzt einfach mal im Leben laufen, Digga. Wenn das im Leben nicht läuft, Digga, dann stehe ich. Dann stehe ich nicht da, aber dann bin ich enttäuscht, sagen wir es mal so. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wieder schon mal rein und Peace.